So Leute, willkommen zur 12. Folge Rocket League. Heute, beziehungsweise gestern, haben wir live Rocket League gespielt. Und mit wir meine ich ich und Edris. Edris hat noch 7 von den 10 Anfangsspielen offen und die ersten 3 haben wir verloren. Schaffen wir es, die Kurve zu bekommen? Finde es heraus, indem du das Video bis zum Ende schaust und meinen Kanal abonnierst. Um nichts weiteres zu verpassen, bevor man sich fragt, hey, warum spielst du Rocket League? Du bist doch so ein GTA-Fan. Also ich will ja nicht sagen, ob mein GTA-Screen funktioniert. Nicht so wie er soll. Okay, dann geht's jetzt los im ersten Spiel. Los geht's. Fake Taxi. Junge, der kann nicht aufs Tor schießen. Oh mein Gott. Nope. Sauber. Sauber. Ja, ich trinke. Nope. Nein. Ja, der müsste jetzt zu mir passen. Nein. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der hat mich so in die Luft gebammt. Nein. Oh wow, die wollten nicht brasiliert werden. Ich bin da mit 2. Wieso? Ah, danke, ey. Junge, der größte Kartoffelschuss aller Kartoffelplantagen geht rein. Junge, was war das? Schau dir das an. Sheesh! Ach, da ist ein... Obwohl? Jawohl. Sagst du, mit Zuschauer sind wir krank? Hat er doch eh. Nein, hat er nicht. Ah, dritter Zuschauer, wer... Junge. Oh, komm. Sheesh. Ja, Junge, was ein Schuss. Bei mir wollte ich ein... Junge, schau ins Stream. Bei mir, ich wollte einen Fallrückzieher machen, ne? Plötzlich kommt dieses orangene Zeichen. Ich durfte... Wirklich, ich hätte diesen Backflip gemacht und hätte ihn so gesaved. Aber dann so plötzlich so... Nein, Paketverlust. Ui. Bang! Einfach kein Konter kassieren, ich muss den Gefühl treffen irgendwie. Habe ich, und er ist drin. Nicht verständlich. Nachdem wir in den ersten 2 Spielen jeweils 6 Tore geschossen haben und damit gewonnen haben, also 6-1 und 6-3, war mir klar, es wird eine bessere Defensive folgen. Oder? Subscribe to win your next 5 ranked matches, oh my god. Ich hab das Wort gesagt, aber ich hab das zensiert irgendwie. Die pressuren ein bisschen. Oh mein Gott. Der schafft alles und dann schießt er gegen Pfosten. Ja, konnte ich nichts anderes machen, wirklich. Let's go. Oh, ja. Ja, let's go. Nein. Oh mein. Da kann ich nichts mehr machen, ja. Ja. Ja, pressure den irgendwie durch. Ja. Irgendwie zur Seite, hol Zeit raus, ja. Oh! Schau dir diese Play an! Let's go. Die Sensi von meinem Auto ist plötzlich um 500 gestiegen. Oh, war das ein Double Tap? Nein, wir sind einfach gut. Oh mein Gott! Ah, ich hab nur ihn getroffen. Einfach einen guten Kickoff, ja. Und der soll jetzt in mich reinschießen, ja. Schön zur Seite. Ah. Weiter Stream. Eine Stunde und länger ging hier eine Zusammenfassung in 300 Mal Geschwindigkeit.
Siebtes Spiel haben wir 4-0 verloren. Das danach haben wir ganz knapp 3-2 gewonnen. Das vorletzte haben wir dann 4-0 gewonnen und das ganz am Ende haben wir ganz knapp 2-1 verloren. Damit ist Edris tatsächlich in Diamant gelandet. Und dadurch haben wir unsere Bilanz von 0-3 in 5-5 und haben Edris MMA-Punkte dann doch noch irgendwie ein bisschen gerettet. Wenn dir dieses Video gefallen hat, schau dir die anderen Rocket League Videos nicht an, die sind kacke, schau dir die GTA-Videos an. Abonniere meinen Kanal, schau bei der Edris vorbei und cheers.